Der IWF wurde nicht bezahlt von Griechenland. Na und? Was ist am Ende passiert? Nichts ist erstmal passiert. Gar kein offizieller Default. Der ist, so sind viele Experten der Ansicht, erst dann, wenn private Gläubiger nicht bezahlt werden. Der IWF, na, der schickt jetzt erstmal ein Mahnschreiben in einigen Wochen. Dann schickt er eine zweite Mahnung. Und dann stellt er den Zahlungsausfall irgendwann in ein paar Monaten fest. Da ist erstmal gar nicht viel passiert, so gesehen. Und gut, Griechenland wird es schwierig haben, jetzt über die Runden zu kommen. Da kommt kein Geld mehr aus dem Automaten. Irgendwann ist auch das aufgebraucht. Das kommt dann. Kommen dann Schuldzettel der Regierung, also praktisch eine eigene Währung, auch wenn sie nicht so heißt. Also hier ist sehr, sehr viel Unsicherheit noch da. Vielleicht alles ad acta gelegt, vielleicht akzeptiert Tsipras jetzt diese Rettungsangebote, wobei dieser Name immer sehr merkwürdig andeutet, denn egal was da kommt, er hat nur die Wahl zwischen Pest und Cholera auf das, was für die Griechen am Ende auf sie niederkommt, aber wir würden wieder Zeit gewinnen, mehr wäre es ja am Ende auch nicht. 85 Milliarden wurden in den letzten Monaten von den Konten in Griechenland abgehoben, durch die ELA-Kredite immer wieder aufgefüllt. Ja, fragt man sich doch eigentlich, ja, was ist denn mit den restlichen 175 Milliarden, die noch auf den griechischen Konten zum Schluss lagen? Wer hat die denn liegen lassen? Ich meine, da muss man schon tief im Glauben stehen. Das war doch über Wochen angekündigt, dass mit einer guten Wahrscheinlichkeit bald zu Zahlungsausfällen, zu Bankenschließungen und Kapitalverkehrskontrollen kommt. Das war doch über Wochen und fast schon Monate angekündigt, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit versehen. Wer lässt da sein Geld noch auf dem Konto? Wieso haben die anderen ihre 175 Milliarden oder zumindest das, was sie nicht für die tägliche Überweisung brauchen, nicht ebenfalls abgehoben oder verschoben? Da muss man sich schon fragen. Und die stehen dann am Sonntag vorm Schalter und warten drauf, dass Geld rauskommt. Was haben die letzten Wochen gemacht? Also das kann man manchmal ganz, ganz schwer nachvollziehen. Die Griechen wollen den Euro, das hört man ja bei den Umfragen. Viele, die meisten Griechen, so heißt es, wollen den Euro behalten. Aus der Sicht des Bürgers macht das natürlich durchaus Sinn. Der ist froh, endlich mal eine halbwegs stabile Währung im Geldbeutel zu haben im Vergleich zur Drachme von vorher, mit dem man auch sparen kann, der nicht gleich wertlos wird und nicht deutlich in der Inflation ausgesetzt ist. Aus Sicht des Bürgers macht das Sinn, aber nicht aus der volkswirtschaftlichen Sinn. Würde er es aus dieser sehen, dann würde er sich die Drachme wohl eher zurückwünschen. Denn die aktuelle Situation, die wir haben, ist ja die Folge des eklatanten Versagens der Politiker der letzten 20 Jahre, nämlich den Griechen, die niemals, zu keinem Zeitpunkt für eine Gemeinschaftswährung wie Deutschland bereit waren, diese Drachme zu ermöglichen. Natürlich haben sie ihre Zahlen behumst, die griechischen Politiker, aber unsere Politiker wollten das auch nicht zur Kenntnis nehmen, haben das wohlwollend hingenommen. Natürlich haben die Banken Griechenland, der griechischen Politik, den griechischen Politikern der letzten 15 Jahre diese Kredite gegeben, obwohl sie es nicht hätte machen dürfen, obwohl sie immer sagen, wir sind doch die Schützer der Finanzsysteme, wir achten auf die Risiken, deshalb darf die EZB kein Geld direkt an die Staaten geben, sondern wir Banken machen das, weil wir die Risiken prüfen. Ja, Bullshit, wir haben nichts an Risiken geprüft, wir haben Kredite vergeben, obwohl sie es gar nicht hätten machen dürfen. Und wenn ich einem Obdachlosen einen Kredit über 30.000 Euro gebe, dann muss ich mich am Ende auch fragen lassen, ob ich da nicht Teilschuld dran habe, dass der jetzt in dieser Situation ist und die 30.000 nicht zurückzahlen kann. Von daher, es waren auch unsere Banken und unsere Politiker, die diesen Banken das ermöglicht haben und nicht eingegriffen haben. Also es ist hier ein Versagen der Politiker der letzten 15 Jahre auf griechischer wie auf europäischer Seite und jetzt ist diese Situation eingetreten. Jetzt ist Syriza an der Macht, seit 5 Monaten übrigens im Amt und die stecken in einem Dilemma. Die finden eine Situation vor, die nicht positiv aufzulösen ist, egal welchen Schritt sie gehen. Es ist immer ein negativer Schritt und das nennt man ein Dilemma, eine Situation, die ich nicht auflösen kann. Also entweder sie beharren darauf, die Situation zu lösen, indem sie nicht die Schulden bezahlen, indem sie vielleicht zur Drachme zurückgehen, was über die nächsten 2 Jahre katastrophale Folgen für die Bevölkerung hätte, danach positiv wäre, oder sie nehmen die vergifteten Geschenke der Troika an und bringen Griechenland damit kurzfristig wieder mal über ein paar Runden, aber mit wieder großen Einsparungen für die Bevölkerung. Also ein Dilemma. Und die sind, wie gesagt, seit 5 Monaten im Amt. Die haben das ursprünglich nicht zu verantworten gehabt, sondern eher die europäischen Politiker, die heute noch im Amt sind, sind damit behaftet. Und hier sollte man überlegen, wie man den Griechen aus diesem, was man mitverschuldet hat, raushilft. Klar, sie hätten die Drachme nie einführen müssen, den Euro nie einführen dürfen, aber wir haben mit dazu beigetragen, dass sie es getan haben. Vielleicht sollten wir eine Lösung finden, wie man sie geordnet wieder in die Drachme zurücklässt und da fühlen sie sich wohl, wie Polen, Tschechien und andere, die mit ihrer eigenen Währung sehr erfolgreich in der Europäischen Union fungieren, könnte das auch mit Griechenland funktionieren. Dann hätten wir vielleicht viel Zeit gewonnen, unsere echte Zeit, in der wir Griechenland wirklich reformieren können, denn dieser Staat muss von Grund auf neu aufgebaut werden.